Sie kennen sicher die deutsche Redewendung, den Bock zum Gärtner machen. Woher kommt die? Schauen wir uns das mal an. Ein Bock, der zum Gärtner gemacht wird, der hat die unangenehme Eigenschaften, dass er eben diesen Garten auffrisst, vor allem die Wurzeln ausreißt, damit im Prinzip diesen Garten vernichtet. Und so ein bisschen haben wir jetzt ein ähnliches Problem. Also den Bock zum Gärtner machen, das heißt jemand, der eigentlich völlig ungeeignet ist dafür oder eine andere Interessenslage hat, zum Hüter des Geldes zu machen und damit der Inflation. Und jetzt ist eben die Frage, wir hatten ja jetzt Jahre, wenn nicht Jahrzehnte lang eine Deflation. Jetzt kommen wir in eine Inflation, beziehungsweise sind schon drin. Die Frage ist, wie lange dauert die? Transitory natürlich, nein, wahrscheinlich nicht. Und jetzt haben wir den Bock als Gärtner eingestellt und wundern uns, dass der Bock so ein bisschen nicht das tut, was eigentlich gut wäre in Sachen Bekämpfung der Inflation, sondern die Geschichte laufen lässt. Mithin haben wir also die einzige Institution, die Inflation verursachen kann, als denjenigen praktisch jetzt an der Macht, der eben diese Inflation eindämmen soll. Und da stimmt was nicht. Diesen Punkt hat heute Kylie Bass, den viele vielleicht von Ihnen kennen, ein bekannter Investor, großer China-Kritiker, respektive Kritiker der chinesischen kommunistischen Partei, gesagt. Also eben diese Notenbank ist die einzige Institution in der Welt, die Inflation verursachen kann. Und ausgerechnet die soll also praktisch jetzt darauf aufpassen, dass keine Inflation entsteht. Das ist das Paradox der Notenbanken. Das hat alles funktioniert, wenn eben die Inflation kein Thema war durch Globalisierung, also die Verlagerung von Arbeitsplätzen ins billige Ausland, sodass dann eben keine Lohnpreisspirale entstehen konnte. Jetzt passiert das Gegenteil. Wir sind in einer Entglobalisierungsphase, wodurch eben hier mehr produziert werden wird, wieder. Dadurch eben die Löhne steigen, dadurch die Kosten steigen, damit eben auch die Inflation anzieht. Und all das hat jetzt die Bank of Canada zumindest gemerkt, also die kanadische Notenbank. Die haben jetzt angekündigt, dass sie jetzt mit diesem QE, diesem Quantitative Easing, komplett aufhört. Erstens und zweitens angedeutet, dass sie bald die Zinsen anheben wird. Wir sehen, dass dann die Renditen für kanadische Anleihen deutlich gestiegen sind. Und dann vielleicht noch ein weiteres Problem. Hier sehen wir mal den Verlauf zwischen den Leitzinsen und der arbeitsfähigen Bevölkerung, also der Bevölkerung, die im arbeitsfähigen Alter ist. Die geht immer weiter zurück. Die Zinsen gehen auch immer weiter zurück. Jetzt ist aber das Problem, wenn die Arbeitsfähigen immer weniger werden und diejenigen, die schon zu alt oder noch zu jung sind, vor allem die, die zu alt sind, immer mehr werden, dann werden diejenigen, die dann überhaupt die Last noch schultern können, indem sie arbeiten, natürlich sagen, hey, soll ich das für Ome machen? Nein, dann werden sie verlangen, ich will höhere Löhne, ich will einen Ausgleich dafür, dass ich mir den Buckel krumm mache und ihr nicht mehr arbeitet. Dementsprechend haben wir strukturell ein Problem, oder wie Sven Henrik hier sehr schön formuliert, die sie haben gegen den Wind gepinkelt und jetzt bläst ihnen das Urin so ein bisschen in die Visage hinein, und das ist natürlich eine etwas problematische Geschichte. Sten Jakobsen von der Saxo Bank hat hier nochmal den Punkt gebracht, also die Märkte schätzen die Lage am Arbeitsmarkt falsch ein. Wir haben eine Labor Shortage, wir haben ein riesiges Problem mit Arbeitskräften. Das bemerken viele schon im Alltag, wenn sie mal Jobangebote gucken, auch gerade für einfache Tätigkeiten. Da wird gesucht und gesucht und teilweise für sehr gute Preise. Die Leavers, also die 3% der Workforce, die einfach sagen, oh, ich suche mir was anderes, weil ich habe keine Lust mehr. Wenn ich woanders arbeite, kriege ich mehr Geld. Die haben recht, die verdienen mehr Geld, nämlich durchschnittlich 5% mehr als davor. Und das ist schon mal eine Hausnummer. Und jetzt haben wir die Sorge, dass die Notenbanken, also dass die Böcke dann doch irgendwie versuchen, sich um den Garten zu kümmern, ausnahmsweise eben wie die Bank of Canada, die das versucht. Aber die Fed und Jerome Powell und von Christine Lagarde wollen wir gar nicht erst reden. Die sind da noch ein Stück weit entfernt. Wir sehen jetzt, dass die Zinskurve in den USA auf ein 18-Monats-Tief fällt. Warum passiert das? Weil man davon ausgeht, dass die Fed jetzt möglicherweise in einen wirtschaftlichen Abschwung hinein die Zinsen anhebt. Unten sehen wir mal die implizierten Erwartungen für die Zinsen. Da sehen wir also Juni-Anhebung, September, Dezember. Also auf jeden Fall erwartet man, dass bis Dezember nächsten Jahres die Zinsen doch schon woanders sind. Und das, so die Logik der Anleihemärkte, wird dazu führen, dass die Wirtschaft dann abkühlt. Das wiederum wird Geldflüsse in den sicheren Hafen Staatsanleihen verursachen.
verursachen, vermeintlich sicheren Hafen. Aber das jedenfalls ist das, was da gespielt wird. Und die Wirtschaft kühlt jetzt schon ab. Wir haben ja diesen Atlanta Fed GDP Now Berechnungsindikator, der also praktisch versucht zu taxieren, wie steht es um das BIP. Und das ist jetzt auf 0,2% runter geplumst. Im August waren wir noch bei plus 6%, das muss man sich vorstellen. Also es geht massiv nach unten. Und auch in den USA fangen die ersten an, jetzt die Wachstumserwartungen schon deshalb deutlich nach unten zu revidieren, weil das Handelsbilanz der Amerikaner immer größer wird. Wir sehen einen Rückgang der Exporte, und dieser Rückgang ist so stark, dass fließt dann in die Berechnung, nämlich die Handelsbilanz fließt in die Berechnung des BIP ein, und dementsprechend dürfte das dann wirklich vielleicht sogar eine Stagnation werden bei dieser Inflation. Und wie nennt man das? Man nennt es Stagflation, und das ist genau das Szenario, das jetzt immer wahrscheinlicher wird. Die High Yield Bonds, HYG im oberen Chart, die preisen das schon ein bisschen ein. Die sind viel weniger euphorisch als die Aktienmärkte. SPX ist der S&P 500, und unten sehen wir die Wachstumserwartungen für das BIP, die gehen nach unten, und die Inflationserwartungen in den letzten Wochen und Monaten, die gehen nach oben, und das ist genau das, was eben diese Lage so beschreibt. Jetzt haben wir merkwürdige Ereignisse an den Anleihenmärkten. Wir haben auf der einen Seite jetzt Zinskurveverflachung. Nicht gut für Finanzwerte. Wir sehen deswegen etwa den Russell 2000, diesen Nebenwerteindex, der ist deutlich im Minus. Der Nasdaq dagegen ist im Plus. Der profitiert normalerweise von fallenden Renditen. S&P weitgehend unverändert, Dow Jones leicht im Minus, aber wir sehen, da ist eine Rotation wieder im Gange, und wir sehen merkwürdige Ereignisse auch am englischen Anleihemarkt. Da ist ein massiver Abfall der Renditen passiert, mithin sind also die Kurse dieser Anleihen massiv nach oben gegangen, etwa die 30-jährige Gilt, also die 30-jährige britische Staatsanleihe. Der Grund ist der, zwar ist die Bank of England hawkisch, will also die Zinsen bald anheben, aber die Engländer haben jetzt gesagt, okay, wir werden aber weniger Anleihen emittieren, es kommt also weniger Angebot auf den Markt, und derzeit wetten eben alle und nach Baslumpi auf steigende Anleiherenditen, und wenn dann irgendwie so eine Nachricht kommt, die keiner auf dem Zeiger hatte, dann kann auch mal durchaus das Gegenteil passieren. Und ja, wir haben natürlich jetzt eine Wachstumsabschwächung auch wegen den Energiepreisen. Hier ein Artikel in der Financial Times. Ja, was ist denn eigentlich mit Gazprom los? Will Russland Lichte liefern? Ja, manche haben den Verdacht, dass die einfach erstmal so lange nicht wirklich durch die Ukraine Gas schicken etc., bis Nord Stream 2 endlich mal wirklich genehmigt ist. Mein Kollege Claudio Kummerfeld hat in einem Artikel argumentiert, ja, eigentlich kann Russland kein Interesse daran haben, dass der Gaspreis massiv nach oben schießt, denn man sucht sich dann Alternativen, man versucht andere Energiequellen anzuzapfen, und dadurch würde die Nachfrage nach Erdgas sinken. Okay, so kann man argumentieren. Jedenfalls in dieser inflationären Situation, in diesem inflationären Umfeld sehen wir, dass für die Amerikaner etwa die durchschnittlichen Lebensmittelkosten um 5% gestiegen sind, Benzin mehr als 30%, Heizen ist auch mehr als 30% teurer, und die Miete ist auch um mehr als 10% gestiegen, und deswegen erwartet Christophe Barrot, der beste Forecaster von Bloomberg oder der von Bloomberg immer wieder ausgezeichnet wird, seit Jahren, der sagt, also ich erwarte, dass die beiden Administrationen einen weiteren Stimulus-Check ausreichen wird an die Bevölkerung, so wie es die Franzosen gemacht haben. Die zahlen ja Milliarden aus, damit die Leute ihre Heizrechnung bezahlen können und ihre Stromkosten decken können, dass das also in den USA auch kommt. Lass uns mal jetzt zu den Aktienmärkten kommen. Wir sehen hier ja einen bisher sehr erfreulichen Oktober für die Aktienmärkte in den USA. Heute allerdings deutlich mehr Aktien, die fallen. Wenige Aktien, die steigen. Eine Microsoft zieht den Markt nach oben, eine Alphabet zieht den Markt nach oben. Gestern nachbörslich, nach Vorlage der Zahlen, waren diese Aktien eigentlich weitgehend unverändert, aber heute sind sie dick im Plus, und das sind eben Schwergewichte, die kaschieren, bei den Indizes kaschieren, dass die allermeisten Aktien fallen. Wir sehen jetzt, der Oktober ist um 5% jetzt im Plus. Das ist mehr als das Doppelte der Durchschnittsperformance in einem Oktober. Aber dann sehen wir November, normalerweise ein sehr guter Monat für die Wall Street. Auch der Dezember ist sehr, sehr stark. Aber auffallend ist, warum läuft Amazon eigentlich nicht? Die bringen ja mit Apple dann am Donnerstag die Zahlen, oder neben Apple am Donnerstag die Zahlen. Jetzt hat Amazon etwa um 20% den S&P 500 underperformed, ist also schlechter, deutlich schlechter gelaufen als eben der
Leitindex S&P 500. Hier sehen wir mal das Gewicht der Top 5 Tech-Aktien im S&P 500, derzeit 22,2%, konstant ansteigend in den letzten Jahren. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass der Nasdaq heute sich am besten hält, weil wir eine sehr hohe Short-Quote im Future-Markt haben auf den Nasdaq, um einmal ein sehr bullisches Argument zu präsentieren. Meine Damen und Herren, Sie wissen ja, ich habe eine Neigung zur bullischen Haltung. Dementsprechend würde ich Ihnen auch empfehlen, diesen Chart nicht ernst zu nehmen, auf gar keinen Fall ernst zu nehmen. Forward Price Sales Ratio, also die Erwartung für Marktkapitalisierung durch die Umsätze der Unternehmen, also mithin die Relation, wie teuer sind die Unternehmen und was ist eigentlich deren Umsatz. Dieses Verhältnis ist auf einem neuen Allzeithoch, aber das ist, diesmal ist alles anders, meine Damen und Herren, nehmen Sie das nicht so ernst. Und es ist vielleicht schon ein bisschen sprechend, dass der gute Elon Musk in den letzten 9 Monaten mehr an Vermögen dazu gewonnen hat, als Warren Buffett in seinen 91 Lebensjahren jemals verdient hat. Und der Warren, der ist jetzt auch keine arme Kirchenmaus, gell, in dem Sinn, der ist immerhin Nummer 10 bei den reichsten Leuten, nach Jeff Bezos, also nach Elon Musk selbst reden, Jeff Bezos ist Bernard Arnault, der einzige Franzose, und dann Bill Gates, Larry Page und so weiter und so fort. Gucken wir uns mal jetzt die Bewertung der Aktienmärkte an, welche sind teuer, welche sind billig. Die teuersten sind die Dänen, der dänische Aktienmarkt. Jetzt kann man sagen, gut, in Dänemark ist eh alles teuer, gell? Warum nicht dann auch die Aktien in den USA dann, oder die USA dann an Nummer 2, Indien, auch ein Markt, der ja extrem gelaufen ist, Nummer 3, dann kommen die Holländer, Irland, dann die entwickelte Welt, Deutschland eher so im unteren Mittelfeld. Also der deutsche Markt ist jetzt nicht wirklich so teuer, nicht so wirklich überbewertet. Russland und Argentinien ganz unten, okay, Argentinien kann man verstehen, aber Russland hat doch da manches in manchen Bereichen zu bieten. Apropos Russland, kommen wir zu China. Wenn jetzt die Sache mit der Inflation unangenehm wird, dann hat der Chinese immer eine Antwort und der sagt, wir werden steigende Preise verbieten. Ne? Eine Frage der Zeit, bis das auch bei uns kommt. Meine Damen und Herren, wer ist schuld an den steigenden Preisen? Den sperren wir ein und verbieten, dass Preise gestiegen sind. Wir haben zwar die Märkte vorher so manipuliert, dass dann irgendwie der Markt nicht mehr funktioniert, wodurch die Preise steigen, aber dann war halt der Markt schuld, den wir manipuliert haben, aber das war ja nicht unsere Schuld, weil eben da böse Jungs am Start waren. Ne? Das ist die Logik, meine Damen und Herren, die ist zwingend. Ja? Die teile ich zu 100%. Jedenfalls sehen wir, dass in China das funktioniert. Kohlepreise fallen. Und der Wang Yong, ein wichtiger Ratgeber der chinesischen Regierung, hat gesagt, ja, also die Staatsunternehmen, die müssen alles tun, um die Kohle und Kohleproduktion und die Stromerzeugung nach oben zu pushen, aber gleichzeitig dafür sorgen, dass die Preise nicht steigen. Ne? Gut, das ist jetzt nicht der reinste Kapitalismus, aber das ist halt ein sozialistischer Kapitalismus. Da stehen wir ja auch davor. Ne? Also es ist ja nicht mehr so weit hin, meine Damen und Herren. Wenn ich nochmal was Ernstes anschneiden darf, dann ist es die Corona-Situation. Da hat sich die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland in nur 2 Wochen verdoppelt. Das ist also eine Entwicklung, die schon ziemlich schnell und rasant verläuft. Prognose von Statistikern, Rekordinzidenz schon in 4 Wochen, also dass wir da neue Hochs erleben. Wir sehen auch, die Intensivstationen werden wieder deutlich voller. Also das ist nicht so, dass jetzt eben da nur mehr Leute infiziert sind, sondern eben auch die Intensivstationen füllen sich. Aber nochmal zurück zu diesem Thema Inflation. Mein Kollege Wolfgang Müller mit einem Artikel, der für Sie relevant ist, weil er Sie angeht, weil er uns alle angeht. Inflation und Negativzinsen. Die finanzielle Repression nimmt ihren Lauf, werde ich unter dem Video verlinken und verweise nochmal, meine Damen und Herren, auf diese Online-Konferenz. Ich habe es schon 2-mal gemacht, werde ich heute nochmal machen, dann lasse ich Sie mal eine Zeit in Ruhe. Aber ich werde Sie nicht in Ruhe lassen, bis der Letzte sich da hier registriert hat, der hier zuschaut. Das ist eine massive Drohung, nehmen Sie das ernst. Jedenfalls wird das Ganze am 19. November stattfinden mit Dirk Müller, mit Christian Rieck, mit Giovanni Ciccivelli, Rüdiger Born, Marc Friedrich, dem Finanzbodybuilder Tim Gabel und wir haben die Heavy Traders, wir haben Trading Freaks, Finanzielle Fitness, den Block Trainer aus dem Crypto-Bereich und dann diesen skurrilen Menschen mit der Brille. Das alles geht so. Ich werde unter dem Video, einen Link posten, da können Sie sich anmelden, kriegen dann eine SMS auf Ihr Handy. Dann bekommen Sie den Link zugeschickt, selbst wenn Sie am Freitag den 19. nicht können, weil Sie arbeiten müssen oder
Besseres zu tun haben, als sich um den täglichen Wahnsinn zu kümmern, dann können Sie das am Wochenende danach gucken, etc. etc. Hauptsache, Sie haben den Link, das ist Ihre Chance, das jetzt zu tun. Und jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.